Leute, hallo YouTube. Die Olympiade steht vor der Tür. Und es gibt Leute, die sagen, die Olympischen Spiele gibt es schon lange nicht mehr. Und die sagen, ja, die Olympischen Spiele sind nur noch, naja, kommerzielle Kommerzveranstaltung ist doppelt gemoppelt. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, es geht nicht mehr in erster Linie um die sportlichen Wettkämpfe, sondern es geht nur noch um Werbung und um Geld und um Konzerne. Diese Leute, die das sagen, meinen, dass der olympische Geist dabei sein ist alles. So langsam, aber sicher immer mehr in den Hintergrund tritt und dass immer mehr materielle Interessen von Firmen in den Vordergrund treten. Jetzt meine Frage, wie seht ihr das? Sind die Olympischen Spiele durch den Kommerz gefährdet oder sind die Olympischen Spiele besser denn nie? Na gut, antwortet mir, wie ihr wollt. Das wäre meine Frage, wie ihr das seht. Sind die Olympischen Spiele nun Kommerz oder nicht? Na dann, wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.